Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Food Haul. Vielen Dank. Post. Endlich mal. Die letzten, ja, ich sag mal, 2 Wochen waren so anstrengend und so chaotisch, dass wir es nicht geschafft haben einzukaufen. Wir waren gefühlt nur unterwegs, mussten Dinge erledigen. Und jetzt ist das echt nach langer Zeit mal wieder ein Tag, wo wir mal ganz normal einkaufen gehen konnten. Und auch mal wieder so einen Essensplan haben, die ganze Woche geplant haben. Genau. Und deswegen, hier liegen Socken. Warum liegen da Socken? Ich habe keine Ahnung, die habe ich nicht eingekauft. Deshalb stehe ich jetzt hier und dachte, wir zeigen euch auf jeden Fall mal wieder einen Food Haul. Und ich bin auch mal wieder dabei. Also sonst hat Jakob ja jetzt soweit immer Food Hauls gemacht. Und ich dachte mir, jetzt habe ich mal wieder Bock. Ja, wir haben 2 vollgepackte Taschen. Wir waren bei Kaufland einkaufen und haben 24 Euro bezahlt, hatten aber, ich meine, 3, 4, 5 Euro, ich bin mir nicht mehr genau sicher, Pfand. Also nur, um das vorweg zu sagen. Und ja, dann würde ich sagen, ich schnack gar nicht lange und wir legen los. Als allererstes haben wir einmal Brot gekauft. Da habe ich hier so ein Weißbrot mitgenommen. Also das ist an sich wie so ein Toastbrot. Nur, dass das genauso viel kostet und super lecker ist. Ich wollte auch noch ein normales Brot haben und habe mich dann für das Paderborner Brot entschieden. Ich mag das richtig gerne. Und das war so richtig schön weich. Deswegen dachte ich mir, nehmen wir das doch mal mit. Hier ist der Kassenzettel. Kannst du den mal... Seit ich drin, es waren 24,69. Mach dich, schmücke dich. Och, bist du hübsch. Och, ey. Einmal Chips habe ich mitgenommen, beziehungsweise 2-mal Chips, aber das ist halt eine Packung. Ne? Und einmal noch Nachos, da hatte ich mal wieder voll Bock drauf, so abends, wenn man irgendwie einen Film guckt. Richtig cool. Ich habe auch noch einen Feldsalat mitgenommen, denn wir werden jetzt gleich Nudeln machen. Und ich hatte irgendwie Bock auf was Frisches dazu, deswegen einen Salat. Da wir am Wochenende grillen wollen, hat Jakob sich einmal neue Anzünder mitgenommen. Hier Anzündwürfel, keine Ahnung, für den Grill halt. Waren sogar im Angebot. Dann dafür auch einmal Brötchen, so einfach 6 Baguette-Brötchen. Dann sind einmal Roma-Tomaten mitgekommen. Jakob mag ja am liebsten die großen und deswegen haben wir die jetzt nochmal mitgenommen. Weil sonst haben wir eigentlich wegen mir meistens die kleinen, weil die so lecker sind. Dann noch eine Packung Milch. Wir haben noch eine hier, deswegen haben wir nur eine mitgenommen. Ganz normal in 1,5% Fett. Wir mussten unseren Vorrat mal wieder aufstocken und haben 2 Pakete Vegeta bzw. 2 Pakete Kuscharek mitgenommen. Jakob hat noch Trauben hier, deswegen haben wir jetzt nicht so viel an Obst mitgenommen. Ich hatte mal wieder Bock auf Äpfel und deswegen habe ich hier so einen 6er-Pack mitgenommen. Natürlich auch wie immer eine Gurke. Dann habe ich nochmal meinen Hefeteig mitgenommen, den ich ja jetzt so für mich entdeckt habe, wenn es ums Backen geht, weil es so einfach ist und es sogar mir gelingt. Ja, meine Mama hat sich nämlich einen Nusszopf gewünscht und deswegen werde ich ihr einen backen mit diesem schönen Hefeteig. Wir haben auch einmal Käse mitgenommen. Wir haben nämlich keinen mehr zu Hause und Käse muss eigentlich immer im Haus sein. Im Angebot war Kerrygold und da hat Jakob sich einmal Cheddar mitgenommen und zwar den weißen Cheddar. Und ich habe einmal ganz normal eine Packung Gouda Jung mitgenommen. Dann haben wir auch einmal Sahne mitgenommen, so einen Becher. Ein neuer Sack Zwiebel musste mit, aber ich glaube, oh nee, hier ist voll. Ich habe meine 7,5 Kilo Kartoffeln hier eingeräumt, deswegen muss die Zwiebel woanders hin. Aber wir brauchen neue, deswegen ein 2 Kilo Sack Zwiebel. Le Zwiebel. Dann habe ich einmal fürs Grillen Kräuterbutter mitgenommen. Ich hatte diesmal keinen Bock, die selber zu machen, deswegen habe ich einfach hier so ein kleines Ding mitgenommen. Das geht auch und schmeckt halt auch gut. Wir brauchten natürlich auch ein kleines bisschen Aufschnitt. Und da habe ich mir einmal von Du Darfst die Apfelzwiebelleberwurst mitgenommen. Die liebe ich ja total. Und wir waren in der billigen Abteilung sehr, sehr fleißig unterwegs. Wir waren sehr, sehr... fleischig unterwegs. Fleißig, habe ich gesagt. Nein, aber fleischig wäre lustig gewesen. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir halt gute Schnapper gemacht haben. Aber okay, ja. Wir haben 2-mal Schinkenspicker mitgenommen. Einmal ganz normal und einmal mit Paprika. Die waren beide jeweils 70% reduziert. Dann haben wir einmal Putenbrust mitgenommen. Die ist mit Curryrand. Die war ebenfalls 70% reduziert. Genauso wie diese Packung. Das ist italienische Salami. Die Packung sah auf jeden Fall gut aus. Und es sah aus, als wäre das halt was sehr Leckeres. Das war ebenfalls 70% reduziert. Und ebenfalls 70% reduziert war dieser westfälische Schinken. Und da haben wir den auch nochmal mitgenommen. So haben wir auf jeden Fall genug Aufschnitt fürs Brot.
In der ersten Tasche ist jetzt nur noch Trinken. Jakob hat sich einmal Cola Orange Zero mitgenommen. Dann eine Flasche Raffelberger Zitrone und eine Flasche Apfelschorle. Ich habe mir kein Trinken mitgenommen, denn ich habe noch genug hier. Dann kommen wir zur zweiten Tasche. Da ist als allererstes einmal Toilettenpapier drin. Ich wollte dich nicht anlackieren. Und die haben im Moment so ein richtig schönes Muster. Das habe ich letztens schon mal gekauft. Und das fand ich sehr schön. Und jetzt war es im Angebot und dann muss ich das nochmal mitnehmen. Bitte schön, einmal Toilettenpapier mit Motiv. Cool. Einmal Kommando zurück. Ich habe geflunkert. Ich habe mir doch was zu trinken mitgenommen für unterwegs. Nämlich habe bei Kaufland dieses Fruity Water mit Apfelbeerengeschmack einmal mitgenommen. Das schmeckt eigentlich ganz gut, weil ich hatte nämlich Durst und dachte mir, ich nehme eine kleine Flasche mit. Und ich dachte, irgendwie in der zweiten Tasche ist mehr drin, aber da waren nur noch Taschen drin. Und einmal Backpapier von meiner Oma, die ich geklaut habe unten. Weil wir beim Einkaufen kein Backpapier genommen haben. Ja, okay. Kommen wir mal zum Essensplan. Wir haben heute Mittwoch. Wir waren heute das Einkaufen, weil die Woche wieder chaotisch angefangen hat. Aber ich hoffe, jetzt ist der April auch langsam mal mit seinem Gedöns fertig. Man sagt ja mal, der April macht, was er will. Ja, das haben wir auf jeden Fall gemerkt. Heute gibt es auf jeden Fall TikTok-Pasta. Ich denke, dieser Trend ist an keinem vorbeigegangen und fast jeder hat das mitbekommen. Das ist ja mit so Feta und Tomaten und all so einem Kram mit Nudeln im Ofen. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Varianten und wir machen das so mit Feta, Frischkäse und Champignons. Da hatte ich richtig, richtig Bock drauf. Dann machen wir morgen einmal Kartoffelpüree mit Veggie-Wikinger-Topf. Also Wikinger-Topf ist ja eigentlich so mit Erbsenmörchen und Hackbällchen. Ich wollte es aber ohne Hackbällchen machen, weil irgendwie hatte ich keinen Bock darauf. Am Freitag gibt es Pierogi. Lecker Pierogi. Lecker Pierogi. Freust du dich, du kleiner Pole? Freust du dich auf Pierogi? Da. Da. Tag. Am Samstag werden wir grillen. Das hatte ich eben schon erwähnt. Deswegen haben wir die Anzünder und so mitgenommen. Fleisch haben wir auch noch hier und alles eingefroren. Deswegen brauchen wir da nicht wirklich was machen. Ich mache noch einen Salat. Und am Sonntag gibt es bei uns Kartoffeln mit Kohlrabi und Frikos. Also für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was gemeint ist, Frikadellen. Da wird meine Oma kochen und dafür haben wir auch schon alles hier. Frikadellos. Wie der Frikadelli-Porsche vom Nürburgring. Ich finde das immer süß. Für alle Leute, die jetzt wissen, was ich meine. Das ist voll süß. Die schnellste Frikadelle der Welt. Ja. Und weg ist die Frikadelle. Super. So, und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn denn so ist, lasst uns sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würden wir uns natürlich, wie immer, sehr freuen. Und schreibt mir unter dieses Video gerne, habt ihr mittlerweile eigentlich schon mal Vegeta ausprobiert? Ich habe, ich glaube schon, seit ich euch so das erste Mal so richtig davon erzählt habe, dass wir das immer benutzen, bestimmt jetzt schon mehrere Jahre immer wieder Nachrichten bekommen. Durch euch haben wir Vegeta ausprobiert, durch euch haben wir das gefunden. Wir waren extra in einem polnischen Laden und haben uns das Original gekauft und so weiter und so fort. Deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr das schon mal ausprobiert? Und wenn, habt ihr es durch uns ausprobiert oder benutzt ihr es generell? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also ohne Vegeta, ohne uns. Dann räumen wir das jetzt hier mal alles weg. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Keep thinking that I could have done something, but now